geht wieder los. Kurze Pause. Gut oder schlecht so? Boah, ich sage einfach mal auf jeden Fall gut. Klar, wir hatten jetzt nicht so viele Tage frei, so wie letzte Saison, aber es ist einfach geil. Jetzt einfach, ja, ich meine, in 10 Tagen grob geht es wieder los gegen Borussia Dortmund. Ich meine, dafür spielt man Fußball, dafür sind wir aufgestiegen für solche Spiele. Und es ist auf jeden Fall gut, dass es jetzt wieder losgeht. War aber eine sehr kurze Pause. Letztes Jahr war sie deutlich länger, da war die WM-Geschichte dabei und so weiter. Ist es in eurer momentanen Situation vielleicht sogar ganz gut, dass man gar nicht so lange Pause hat und nicht so viel nachdenken kann? Also ich sag mal so, mit dem letzten Spiel ist es auf jeden Fall gut. Ich hätte sogar gerne weitergespielt direkt nach Hoffenheim, weil das einfach ein positives Erlebnis für uns war, da einen Punkt mitzunehmen, bei 3 Mann Rückstand zurückzukommen. Und ich denke, die kurze Pause tut in unserer Situation auf jeden Fall gut. Und die Tage hier in El Saler, du bist jetzt wahrscheinlich auch zum zweiten Mal hier, tippe ich mal. Ne? Das Meer ist noch da, hat uns Christoph Zimmermann gesagt, die Hotelzimmer sind auch noch da. Ist alles gut oder ist dir langweilig? Jetzt wäre gerne mal was anderes gesehen. Ach nein, also es ist wirklich so wie letztes Jahr. Also ich kam ins Zimmer, ich glaube sogar Zimbo und ich haben genau das gleiche Zimmer wieder bekommen mit Meerblick. Und nein, langweilig auf gar keinen Fall. Dafür arbeiten wir auch hier. Ich meine, wir Torhüter zum Beispiel, wir trainieren 3 Mal am Tag. Und es ist auch eine kurze Zeit. Ich meine, Sonntag geht schon wieder zurück. Deshalb wird uns auf jeden Fall hier nicht langweilig.